Einen wunderschönen guten Morgen. Ich starte mit einem fetten Grinsen im Gesicht. Unglaublich. Ja, unser Hausmeister war nämlich gerade da gewesen, hat die Wohnung besichtigt, hat sich alles angeschaut, alles fotografiert und hat mir dann die frohe Botschaft überbracht. Leute, ich bin echt, ich habe mir nur gedacht, so, yes, es läuft mal etwas Positives, nachdem ich gestern so negativ war wegen Haus, läuft mal was Positives in Sachen Wohnung. Und zwar, die zwei Wohnungen werden doch nicht zusammengelegt. Also, die werden separat weiterhin vermietet. Halleluja! Richtig genial, richtig genial. Der hat gesagt, meine Wohnung ist einfach tipptopp. Es wird hier gar nichts gemacht. Und drüben bei meiner Nachbarin, da ist auch ein neues Bad drin. Es würde sich auch nicht rentieren. Was bei ihr halt ist, sind, dass die Heizungen sehr alt sind. Da werden neue Heizkörper reingesetzt. Und das war's. Und er hat halt gesagt, es wird sich dadurch, dass sie ein neues Bad hat und die Wohnung hier komplett toll ist, würde sich das gar nicht rentieren, da irgendwie anzufangen, beide Wohnungen komplett zu renovieren, sanieren und so weiter und so fort. Und ich dachte mir nur so, jawohl, Jackpot. Ich habe direkt die Frau angerufen, die hier so starkes Interesse hatte für die Wohnung. Und sie hat gesagt, oh mega, sie freut sich voll. Weil sie hatte mir vor ein paar Tagen eine WhatsApp geschickt, so ja, sie hat mitbekommen, dass die Wohnungen zusammengelegt werden. Und es wird ja doch nichts, schade. Und sie versucht dann die Wohnung von meiner Schwester zu bekommen. Sie wird dann aber trotzdem gerne meine Küche nehmen und bei meiner Schwester reinstellen. Und ja. Richtig genial. Jetzt muss ich nur noch mir selber die Daumen drücken, dass diese Frau die Wohnung bekommt, weil die würde sie komplett übernehmen. Couch, Schrank, Bett, Küche, draußen Sachen und so weiter. Also das wäre so, so genial. Also abgesehen natürlich von dem Geld, was halt nochmal reinkommt, was nie verkehrt ist, gerade wenn man irgendwie am Umziehen, Bauen und so weiter ist. Allein die Tatsache, dass ich mir diese Action nicht geben müsste, die ganzen Sachen halt eben online zu stellen, zu verkaufen, dass dann Leute hierher kommen, das abbauen hier und mitnehmen und oh mein Gott, das ist halt wirklich eine Action. Deswegen... Oh, ich hoffe so sehr, der Hausmeister, ich habe halt gefragt, ja, wie sieht's aus mit der Frau, weil die kennen die ja hier auch. Das ist ja eine, das ist eine Ärztin, die hier bei uns arbeitet. Oh, da kommt der Nachbar gerade. Moment. So, ich habe dem Nachbarn gerade mal die frohe Botschaft überbracht. Den Nachbarn von meiner Schwester, der auch immer auf den Rocky, auf den Hund aufpasst. Der organisiert hier nämlich gerade praktisch die Nachbarwohnung von meiner Nachbarin, dass da alles sozusagen rauskommt und verteilt wird, verschenkt wird, auf den Sperrmüll kommt, wie auch immer eingelagert wird. Und der kümmert sich halt eben darum und der wusste das noch nicht, weil das wurde anscheinend gestern erst entschieden. Und den habe ich es gerade gesagt und der freut sich auch, weil er hat gesagt, ja, vielleicht kriegt man dann irgendeinen Nachmieter, der sagt, der übernimmt die Wohnung so, dass er, weil da bei meiner Nachbarin sind auch viele Einbauschränke drin, Schuhschrank im Flur, so wie bei mir halt eben. Das macht halt, es ist halt schon viel Arbeit, so, wenn die Wohnung jetzt hier hätten zusammengelegt, dann hätten wir ja alles abbauen und alles rausnehmen müssen. Also gerade zum Beispiel den, ja klar, unsere Möbel, das ist logisch. Aber so Sachen, die ich auch hier drinne hatte, schon übernommen hatte. Ich habe ja zum Beispiel im Badezimmer diesen, diese Duschkabine, die man bewegen, also so aufmachen kann, damit man duschen kann in der Badewanne. Das hätte ich wegmachen müssen, das hat er jetzt auch aufgeschrieben. Muss er ja alles aufschreiben. Oder die ganzen Regale, die oben im Badezimmer sind. Oder der Einbauschrank im Flur und solche Geschichten. Das sind halt alles so Sachen, wo man sagt, die brauche ich auf jeden Fall nicht. Die würde ich auf jeden Fall direkt wegschmeißen. Da lohnt es sich auch nicht, die zu verkaufen oder sowas. Weil das sind ja Sachen, die jetzt auch dann schon älter sind. Oh Gott, ich bin gerade richtig, richtig happy. Und ich hoffe einfach nur, dass diese eine Frau die Wohnung bekommt. Das wäre einfach so genial und wir hätten einfach gar keine Arbeit hier. Ich denke, wir werden sowieso nicht großartig viel Arbeit jetzt haben, weil der Hausmeister hat mir jetzt gerade gesagt, es müssen halt drei Besichtigungen stattfinden von den Listen, die sie halt haben, wo die Leute halt eben auch schon warten. Und wenn da jetzt jemand dann ist, der sagt, nö, ich möchte die Wohnung nicht haben, aus was für Gründen auch immer, umso besser. Und wenn dann da doch auch jemand mit dabei ist, der sagt, er möchte die Wohnung haben, dann muss man sich halt auch mit denen dann letzten Endes einigen. Also die Gesellschaft nimmt lieber Vermieter, die sagen, ja, wir einigen uns mit dem Vormieter und nehmen die Wohnung so, wie sie halt eben ist. Weil die natürlich, wenn man
wenn ich jetzt niemanden hätte, der die Wohnung haben wollen würde, also es würde keine Einigung mit irgendeinem neuen Mieter stattfinden, dann müsste ich halt eben hier komplett raus, sprich Tapeten runternehmen und alles weiß machen und alle Möbelstücke, alle Sachen, die, wenn mal irgendwas gebohrt wurde, muss alles Schrauben raus und muss alles wieder verspachtelt werden, alle Dübel raus und solche Geschichten. Das müsste ich dann halt alles fertig Roger machen. Und die Miete würde dann auch steigen und dann würde praktisch die Wohnung ganz normal an irgendwen vermietet werden. Ja, aber die haben natürlich auch keine Lust darauf, weil wenn die Wohnung dann so von mir praktisch geräumt wird, dann sind die nämlich verpflichtet, die Wohnung auch nochmal auf Vordermann zu bringen. Die Böden werden dann nämlich frisch abgeschliffen und da wird halt geguckt, ob irgendwas ausgetauscht werden muss und so weiter und so fort. Die haben dann halt auch nochmal ein bisschen mehr Arbeit damit. Da haben die natürlich keine Lust drauf. Die freuen sich, wenn sie hier ankommen und der alte und neue Vermieter sind da, die einfach unterschreiben, dass sie, das war bei mir so gewesen, dass die Wohnung so übernommen, also übergeben und übernommen wird in dem aktuellen Zustand, wie es halt eben ist. Und dass die Gesellschaft damit halt eben keinen Trouble hat. Und da freuen die sich. Und deswegen, ja, denke ich, dass ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite bin, indem ich zumindest schon mal eine habe, die die Wohnung so übernimmt, wie sie ist. Und vielleicht habe ich ja das Glück, wenn irgendjemand anderes die Wohnung noch haben will, der auch die Wohnung so übernimmt, wie sie ist und auch ein paar Möbelstücke übernimmt. Mir soll es recht sein. Hauptsache, ich habe hier keine Action, dass ich die Tapete runternehmen muss und alles weiß machen muss und alles verspachteln muss. Und ja, ich denke, dass ich auf jeden Fall, egal wer hier reinkommt, die Küche auf jeden Fall wegbekomme, weil die ist ja top, da kann man nichts sagen. Ja, Lies, 10 Uhr, deine Schlafenszeit. Wir machen uns jetzt aber fertig. Wir fahren jetzt los und du machst ein bisschen Haier im Auto. Gelle? Ich wollte nur mal die frohe Botschaft überbringen. Hi. 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 Ich gucke mich so gerne selber in der Kamera an. Hi. Hi. Hi, mein süßer Schatz. Hi, ich gucke mich so gerne selber an. Ja, ja. Ach, Lias, wenn ich dich sehe, merke ich eigentlich, wie weiß ich schon wieder bin. Der Urlaub ist zu lange her, gell? Wir müssen wieder in den Urlaub fahren. Mami ist so weiß geworden. Du bist so süß. Aber nächste Woche soll es ja wieder wärmer werden. Da hoffe ich mal, dass wir ein paar Mal in den Schwimmbad kommen, gell? Oh, meins. Machen wir jetzt Brumm, Brumm? Gehen wir Auto fahren? Ja? Schuhe anziehen? Beziehungsweise überhaupt erstmal anziehen? Wir sind beide nämlich noch hier im Pyjama-Gammel-Look. Mimi ist da. Der Lias sieht die Miami immer vor mir. Da ist er. Und sagt dann, Mimi. Und läuft schon hin und ich weiß schon, ich muss sie reinlassen. Miami, kommst du auch ran? Nee? Okay. Kein Thema. So. Ja, ich wollte nur mal kurz berichten. Happy Girl! Ja, endlich läuft was glatt. Was heißt endlich läuft was glatt? Das ist jetzt übertrieben, aber es war schon blöd gewesen, dass man jemanden für die Wohnung hatte und war begeistert und wollte alles haben und man dachte sich so, yay, man hat gar keine Arbeit mit der alten Wohnung und dann kommen so diese schlechten Nachrichten zwischendurch und es hat sich alles wieder ins Positive gewandelt. Das ist so, ja. Gäbe, Elias. So. Machen wir uns jetzt mal fertig, fahren nach Mannheim, holen die Handys ab und schauen mal, ob wir dort ein bisschen Zeit verbringen, was wir machen, ob wir doch wieder zurückfahren. I don't know, ich nehme euch auf jeden Fall mal ein bisschen mit. So, wir sind angekommen in Mannheim. Ich habe mich jetzt hier in so ein Parkhaus gestellt. Das ist ein richtiges Hightech-Mightech-Parkhaus. Schaut mal, hier oben wird an jedem einzelnen Parkplatz wirklich geschaut, ob da tatsächlich jemand steht oder nicht. Und wenn man dann reinfährt, werden die rot. Wenn man rausfährt, dann sind die nicht mehr rot. Also man kann auch von Weitem schon erkennen, wo ist was. Da hinten sind zum Beispiel zwei Stück grün. Also was habe ich noch nie erlebt. Richtig genial. Das heißt, wenn man in die Parkhäuser reinfährt und da vorne nämlich steht, sind noch 3-4 Plätze zur Verfügung, dann stimmt das hier tatsächlich auch. Richtig genial. Ja, ich bin hier im Prinzip, das ist so eine Art Shoppingcenter hier und nebendran ist genau dieser Laden, wo ich eben hin muss. Da werde ich jetzt als erstes mal hingehen. Und dann gehen wir, glaube ich, nochmal hier in diesen Shoppingcenter rein, werden hier vielleicht was essen. Der Lias hat übrigens auf der Fahrt komplett geschlafen, war richtig gut gewesen. Wir hatten auch keinen Stau, also wir sind super schnell hier gewesen. Ja, ich glaube, wir sind jetzt
so 45 Minuten gefahren ungefähr. Und das ist für Frankfurt-Mannheim vollkommen fein. Also richtig, richtig gut. Oh mein Gott, Mannheim ist voll schön. Ich habe hier in so einem Center geparkt. Das geht hier irgendwie nach Q-Zahlen. Q6, Q7 oder sowas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich hier gerade schon an ein paar Stores vorbeigelaufen, die richtig, richtig schön sind. Und ich bin gerade an einem Primark vorbeigelaufen und habe kurz, ich bin nicht drin gewesen, ich habe nur von draußen reingeschaut. Ich glaube, das war der aufgeräumteste Primark, den ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe. Da müsste man theoretisch eigentlich mal vorbeischauen. Ich bin jetzt gerade dabei, die Straße runterzulaufen. Ich bin hier auf der Fressgasse, heißt die Straße. Gibt es bei uns in Frankfurt auch. Und ich glaube, das ist so die Haupteinkaufsstraße. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. So, die Handys sind eingetütet und ich bin hier jetzt gerade wieder in diesem Zentrum, wo ich geparkt habe. Der Elias und ich haben gerade Mittag gegessen, chinesisch, und er hat das allererste Mal nicht nur bei mir mitgegessen, das machen wir sonst eigentlich immer so, sondern ich habe ihm das erste Mal selber einen eigenen Teller bestellt. Ich habe den Rest eingepackt, mein Mann wird es später zu Hause essen. Ja, mein Baby wird groß. Und jetzt gehen wir nochmal in den DM und gucken einfach mal ein bisschen. Die Mägen sind auf jeden Fall gefüllt, deswegen können wir jetzt mal ein bisschen bummeln. So, wir sind gerade im Primark drin. Ich habe auch schon ein paar Sachen gefunden. Es ist so unglaublich groß und sauber hier drin, ist der Burner. Ich kann es ja mal ganz kurz zeigen. Es ist wirklich alles aufgeräumt, auch in den Gängen und so weiter. Also wenn ich bedenke, wie es bei uns in Frankfurt aussieht, oh Gott. Ich bin so ein Primark-Opfer. Ich Markensüchtige. So, Lias und ich gönnen uns jetzt noch ein Eis und dann geht's ab nach Hause. Und das Lustige ist, hier ist alles, hier ist nichts Plastikmäßiges dran. Weder die Schale, also weder der Becher noch der Löffel. Das ist alles Keks zum Essen. Also richtig genial. Aber auch ziemlich teuer. 1,50 Euro die Kugel. Echt krass. So, endlich wieder zu Hause. Die Rückfahrt hat tatsächlich länger, definitiv, als die Hinfahrt gedauert. Aber wir sind auch ganz gut durchgekommen. Es war jetzt nicht sonderlich viel Stau. Ja, mein Schatz. Lias ist wieder auf der Rückfahrt eingeschlafen, komplett direkt am Anfang. Habe ich mir jetzt gerade geweckt, weil das langt dann auch. Er hat dann jetzt gute 50 Minuten geschlafen. Ja, sonst schläft er mir später nicht. Wir haben jetzt nämlich 4:45. Meine Schwester kommt jetzt auch gleich. Der Nachbar hat zwei Pakete angenommen. Die bringt meine Schwester gleich mit. Muss ich mal gucken. Keine Ahnung, was es ist. Dann zeige ich sie euch. Und ich zeige euch jetzt mal ganz, ganz schnell, was ich gekauft habe, weil, wie gesagt, meine Schwester kommt gleich und dann beschäftigen wir uns erst einmal, ich kann kein Deutsch mehr, mit den Handys, genau. So, im Schnelldurchlauf, was ich beim DM gekauft habe, einmal hier von Hip, seine Milchnahrung, kaufen wir mittlerweile wirklich gefühlt alle paar Wochen nur noch, weil er ja wirklich in der Nacht nur noch eine Flasche trinkt und das war's dann. Also früher haben wir die ja wirklich so, keine Ahnung, eine Packung vielleicht innerhalb von anderthalb Wochen oder so leer gemacht und jetzt reicht so eine ganze Packung locker für, was weiß ich, 3-4 Wochen. Also wirklich. Und das ist die, die wir aktuell benutzen. Dann habe ich hier von Rotbäckchen Immunstark wieder mitgenommen. Das ist mir nämlich heute Morgen leer gegangen und das wollte ich unbedingt nachkaufen. Dann von Baby Love hier wieder so eine Bürste. Das tauschen wir immer mal wieder aus. Damit machen wir Flaschen und Schnuller und so weiter sauber. Dann für Lias ein paar neue Schnullis. Ich habe das Gefühl, die Schnullis verschwinden so wie bei Frauen die Haargummis oder so. Keine Ahnung, irgendwie haben wir so viele zu Hause und immer sind irgendwelche weg. Und wir suchen die dann immer. Und ja, die meisten liegen dann irgendwo im Bett herum. Oder beziehungsweise unterm Bett, wenn er sie rausgeschmissen hat. Naja, ich habe gestern auch zwei Stück mal weggeschmissen, die nicht mehr so gut aussahen. Deswegen habe ich jetzt mal zwei wieder solche Nachtschnullis mitgenommen. Von Mom, die Marke am meisten. Die sind nämlich, egal wie man die rum anzieht, ist genau das gleiche und dann 16 Monate plus. Oh, da kommt die Tante. Ovomaltine ist mitgekommen. Moment. Komm, 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 komm. Ja. Nimm das mal für Mama mit. Gib das mal Mama. Meine Pakete sind da. Dann habe ich, glaube ich, dreimal oder so von Baby Love diese Waschlappen mitgenommen. Diese kleine Packung für unterwegs. Und für unterwegs auch nochmal Pampers für den Popo. Dann habe ich ganz viele, weil wir haben tatsächlich nur noch
Eins hier, ich glaube, da sind noch mehr drin. Ganz viele von seinen Riegeln. Von den verschiedensten Marken, alles Mögliche mit Früchte, mit Getreide, mit Keks, also so querbeet. Und auch ganz, ganz viele Quetschis. Weil auch da keine mehr da sind. Der ist da momentan sehr, sehr heiß drauf. Dann habe ich ein Duschgel mitgenommen von Balea und zwar dieses hier, einfach Melonen. Ich habe euch dem letzten DM mal eins gezeigt, das war Melone mit irgendwas anderes noch, aber das hier ist pure Melone. Riecht sehr, 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 sehr lecker. Ein Batiste Trockenshampoo. Batiste? Batiste, weil ich gehört habe, es soll das Beste sein. Ich schweigere mich ja immer, irgendwas in die Haare zu sprühen, aber irgendwie... Was geht ab, Leute? Ich schwöre auf alles, ich lasse es online. Ich stelle das online. Ich meine es wirklich ernst. Die denkt immer, die kann Faxen im Hintergrund machen und ich soll es dann immer im Nachhinein rausschneiden. Nein, ich lasse es drin. Damit die mal sieht, mit was für eine gestörte Schwester ich zu tun habe. Du bist gestört. Du bist da gekommen. Oh, Doppel-H&M. Rocky ist gestört. Rocky, meine Baby. Und wo ist dein Rocky? Bei H&M benutze ich tatsächlich nicht das extra für blondes Haar oder sowas, sondern dieses hier, Cherry-Richtung, finde ich, riecht am leckersten. So, das war's von DM. Gott. Bei Primark, total unnötig, brauche ich eigentlich nicht, aber ich fand es so schön. Love Yourself, so eine Kosmetiktasche und die ist auch mit Roségold voll, voll hübsch. Und ich dachte mir, die werde ich irgendwo dann in meinem neuen Ankleide-Schminkzimmer, wenn es denn dann irgendwann mal soweit sein sollte, irgendwo platzieren. Ich finde es voll hübsch, hat 6 Euro gekostet. Dann habe ich mal wieder ein paar neue Socken mitgenommen. Ich wollte nämlich oder möchte ja jetzt schon seit längerem aussortieren, ausmisten. Hallo. Und da habe ich jetzt mal wieder meine Lieblinge mitgenommen. Ich finde, das sind die allerbesten Socken, denn die sind kurz, haben aber hier hinten, seht ihr das, die gehen nochmal so ein bisschen höher. Und dadurch verhindere ich immer, wenn ich neue Schuhe habe, die ein bisschen enger sind, dass ich hinten mir Blasen laufe, weil die eben das ist genau so ein Fingerbreit, wo es eben verhindert, dass man sich da nicht hinten wund läuft. Richtig genial. Die kosten 3,50 Euro und da sind 3 Paar drin. Mein Sockenschrank besteht eigentlich nur aus diesen Schuhen oder aus welchen, die halt wirklich richtig kurz sind. Ich habe mal wieder 2 schwarze mitgenommen, weil irgendwie meine schwarzen sind alle verschwunden. Keine Ahnung, wo die sind. Und ein Pack weiß, weil ich möchte jetzt mal auch alte wirklich mal aussortieren und dann sind hier mal wieder ein paar neue mit dabei. Dann habe ich diese Dinger hier mitgenommen. Leute, ich hatte gestern einen ganz normalen BH angehabt. Oder vorgestern, wann war das denn? Am Sonntag, als wir bei der Family waren. Ich hatte solche Schmerzen beim Atmen durch diesen Bügel unter der Brust. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das hat so, so, so weh getan. Und ich trage ja eigentlich nur noch diese ganzen, das sind ja wie so Bandeau-Tops praktisch. Ja, aber... Manchmal gibt es so Oberteile, da sieht es dann irgendwie blöd aus, da brauche ich ganz normale mit Träger und deswegen habe ich mir solche Teile jetzt mitgenommen. Sieht überhaupt nicht toll aus, aber ganz ehrlich, gerade geht nichts anderes, weil ich habe das Gefühl, meine Brüste explodieren. Anders kann ich es sagen, beim Lias war es nicht so gewesen. Da war es zwar ein bisschen mehr gewesen, aber jetzt, ich habe das fühlt sich wirklich... auch hart an, wie wenn ich Silikon oder sowas drin hätte. Keine Ahnung. Und spannt auch und tut gut weh. Sagen wir es mal so. Und deswegen, alles was mit Bügeln und so weiter zu tun hat, was BH und Bügel angeht, geht gar nicht. Genau. So, dann... Ich weiß nicht, warum. Ich hatte das Gefühl, dass es dort noch eine andere... bessere, größere Auswahl gab. Keine Ahnung, ich habe da auf jeden Fall viele Sachen gefunden oder gesehen, die ich aus Frankfurt nicht kenne. Und Frankfurt hat ja eigentlich auch schon eine große Auswahl, also keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall hier nochmal so eine Tüte mitgenommen, die man so auspacken kann und wieder hier zusammenräumen kann. Achso, ich habe euch gar nicht gesagt, diese Dinger hier haben, ich glaube, 12 Euro oder sowas gekostet. Ja, 12 Euro. Und die hier, das hier 3 Euro. Und dann habe ich für den Lias noch ein paar Sachen mitgenommen. Aber wirklich für, also Größe 92, für Herbst dann. Einmal diesen Pulli. Guck mal, wie süß der ist. Guck mal, diese Dino-Zacken hier an der Seite. Der war übertrieben teuer. Der hat 9 Euro gekostet für Primark-Verhältnisse. Schon teuer, aber ich fand das so süß irgendwie.
Das musste mit. Dann habe ich noch ein Pyjama mitgenommen für den Lias, also auch für den Herbst. Der ist nämlich so ein bisschen, ja, sehr, sehr flauschig und auch mit so Disney-Muster beziehungsweise Mickey Mouse Pluto und so, so, so süß. Hat 7 Euro gekostet. Das habe ich jetzt alles schon, das habe ich sogar in einer 98 mitgenommen, also wirklich so für Zweijährige. Was machst du da, Rocky? Also wirklich so für Herbst, Winter gedacht. Und dann habe ich noch ein Set mitgenommen. Das war auch Größe 92. Da ist einmal ein T-Shirt. Ihr seht's ja. Und eine Hose. Auch richtig, richtig goldig. Mega groß, dass er da irgendwie reinpassen wird. Schon relativ bald. Unglaublich. Aber ja. Und dann habe ich Kleider mitgenommen. Hier wird keine Rücksicht drauf genommen, dass ich gerade filme. Komm schnell, 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 schnell. Ich habe bei Primark nochmal in der Kleiderabteilung nachgeschaut und ich habe ein Kleid dort gesehen, schon von Weitem. Ich fand das so hübsch. Und zwar sieht es so aus. Hat Spaghetti-Träger und hier vorne dann eben dieses offene. Das ist so, 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 so süß. Und dann... Es ist relativ tailliert und dann geht es relativ breit. Also so, ich würde sagen, auf jeden Fall über die Knie. Und ich fand es so hübsch, es hat 17 Euro gekostet. Komplett blickdicht und hat halt so ein Material, was auf jeden Fall auch kein Stretch oder sowas hat. Aber es sieht so schön aus. Ja, und dann sind die neuen Handys mitgekommen, gell? Zweimal Panzerschutzfolie. Zweimal Handyhülle samt diese komischen Schnur, die man sich da umhängen kann. Und 2 iPhone XS Max. Ich verdecke gerade mal die internen Preise. Aber so sehen sie aus. Wir werden die gleich mal auspacken. Ich habe eins in Silber und eins in Schwarz, beziehungsweise dieses dunkle Grau mitgenommen. Space Grau heißt es genau. Yay! Maike, yay! 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 Ja, yeah, du hast wieder Handys zum Runterschmeißen, gell? Oh Mann. So, Dille, das war's. Wollte ich euch nur kurz zeigen, weil dann kann ich die Sachen gleich in die Wäsche schmeißen. Und später gucke ich mal, was bei H&M alles gekommen ist und dann zeige ich es euch auch noch. Vielleicht aber morgen dann. Mal gucken.